Zwei Semester lang haben Technikstudenten von der Hochschule Luzern tüftelt, konzipiert und ausprobiert. Sie hatten die Aufgabe, ein Erkundungsgerät zu bauen, das von ganz allein funktioniert. Also sozusagen ein kleiner Roboter. Jetzt haben die Studierenden ihre entwickelten Fahrzeuge getestet und präsentiert. Der Ablauf an sich ist einfach. Vom Startraum aus muss das Fahrzeug zuerst einmal geradeaus fahren, dann um eine Ecke herum und dort einen Code lesen. Der Code zeigt dann, in welche der 5 Garagen das Fahrzeug parkieren muss. Was einfach tönt, ist aber mit vielen Hürden verbunden. Denn schließlich muss, abgesehen vom Startsignal, alles automatisch passieren. Auch beim Pisteroboter von Mauro Chiara und seinem Team hat nicht ganz alles nach Wunsch funktioniert. Ja, also beim ersten Durchlauf hat er die Kurve nicht ganz verwünscht. Nachher ist er nicht schön vor dem Code gestanden zum Einscannen. Ja, da hat er das Problem, dass er ihn nicht richtig erkannt hat. Im zweiten Mal ist das besser gegangen, also Code erkennen, alles hat funktioniert. Er ist auch in die Richtung gefahren, aber dort hat er nachher irgendwie die Wand nicht erkannt und ja, ist er halt in die falsche Garage gefahren. X Möglichkeiten gibt es, wie der Code kann gelesen werden, wie die ganze Mechanik funktioniert und wie das Fahrzeug könnte aussehen. Entsprechend vielfältig sind dann auch die kleinen Roboter, die die 32 Studententeams aus 4 verschiedenen Studiengängen gebaut haben. Gespannt hat der Ernst Lüthi verfolgt, was die Studierenden entwickelt haben. Er ist Dozent und Leiter von dem studiengangübergreifenden Projekt. Dort geht es um, im zweiten Studienjahr eine Aufgabe zu lesen, die sie einzig nicht lesen können. Also im interdisziplinären Kontext, wo sie zusammenarbeiten müssen, wo sie ein Konzept müssen machen und dann noch in der zweiten Phase das Konzept umsetzen und dann am Schluss beim Wettbewerb den Funktionsnachweis bringen. Die Roboter sind zwar nur eine Übungsanlage, technische Ideen, die die Studierenden entwickelt haben, könnten aber durchaus auch mal in einem realen Produkt integriert werden. So auch die Idee von Patrick Krüg und seinem Team. Ihre Roboter könnte in einem Lager helfen, automatisch die gewünschten Teile zu suchen und an einen bestimmten Ort zu bringen. Bis ihre Roboter aber entstanden ist, haben sie viele Lösungsmöglichkeiten durchgedacht. Und dann haben wir angefangen, die Lösungen zusammenzustellen zu verschiedenen Varianten. Also das heisst, wir hatten Raupen, wir hatten Räder, wir hatten auch verschiedene Motorentypen. Und daraus haben wir nachher eigentlich das Beste ausgewählt und haben das auch gewichtet. Und daraus haben wir nachher eigentlich die Variante bekommen, die wir jetzt hier stehen haben. An der Erfindermesse im Zelt nebendran konnte man die innovativen Fahrzeuge anschauen und über Technik diskutieren. Auch haben die Studierenden Beratungs- und Verkaufsgespräche geübt. Denn alles tüfteln und erfinden bringt nichts, wenn das Produkt nachher doch nicht verkauft werden kann.